Einen wunderbaren 9. Dezember. Heute soll ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Manchmal kommt es dem Menschen so vor, als ob sich keine neuen Wege öffnen. Es kommt einem so vor, als ob ein kompletter Stillstand wäre. Und man bedauert sich selbst, man bejammert sich selbst, weil man das Gefühl hat, man steckt irgendwo in einer sogenannten Sinneskrise. Und hier ist nun die Lösung. Sie sagen, du steckst nicht in einer Sinneskrise, du steckst in einem Wandel, du steckst in einem ganz großen, großen, großen Umkehrprozess. Alles, was wir für unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern über 7 Generationen getragen haben, dieses ist für uns eine ganz große Angelegenheit, die wir jetzt loslassen dürfen. Hier bedauert es unser Körper, denn er wird am meisten gefordert zum Kränkungen, sogenannte, wie sagen Sie, sogenannte Speicherungen, Gedächtnisspeicherungen in relativ kurzer Zeit loslassen zu müssen. Und dieses hat ganz oft mit Kopfschmerz zu tun, mit Nackenschmerz, momentan sogar die Hände, die richtig anschwellen können. Sie sagen, weil diese Erinnerungen in der Handlung, im Gefühl feststeckt. Und hier geht es darum, dass die Energie sich beschleunigt, dass eine ganz große Transparenz in unseren Hohlkörpern stattfindet. Und dieses hat wieder mit dem zu tun, was wir in uns eigentlich wissen. Und das ist der höchste Selbstkanal. Und hier geht es darum, dass du dich erinnerst, weshalb du auf dieser Erde bist. Für den einen mag es Unsinn sein, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, über das höchste Selbst zu kommunizieren. Und für den anderen ist es aber längst schon die Wahrheit. Und genau dieses ist heute die Übung, die ich dir weitergeben kann, deinen höchsten Kanal zu säubern, noch einmal dir klar zu werden, dass du der Kanal für diese Welt, deine Welt bist. Und für dieses darf ich jetzt eine Übung mit dir machen. Ich brauche hier meine Wirbelsäule, beziehungsweise mein Hilfsmaterial, die Wirbelsäule. Und für dieses nehme ich jetzt deine Verbindung auf. Das heißt, ich verbinde mich mit deinem Ätherkörper. Ich verbinde dich mit meinem Ätherkörper. Und so kann das, was durch mich jetzt durchfließt, wenn du es zulassen kannst, über dein Hologramm einfließen. Ich verbinde dich mit dem Boden, mit deinen Wurzeln, sodass du deinen höchsten Selbstkanal locker und leicht mit deiner eigenen Disziplin wahrnehmen kannst. Und nun spreche ich diese Worte. Ich höre auf, mich klein zu reden und öffne nun meinen Gottkanal. Alles, was reine Wahrheit ist, fließe mir zu. Ich öffne nun das dritte Auge, dementsprechend der heiligen Wahrheit, die durch mich geschehe. Und nun gehen wir in deine Wirbelsäule und sämtliche Beschmutzungen der negativen Korrespondenz lassen wir durchfließen. So alles über deinen Astralkörper gereinigt wird und reines Bewusstsein zu dir angenommen werden darf. Höchste Disziplin bedeutet, ich höre meine eigene Wahrheit, ich lasse mein Licht durch mich, meinen Körper, mein Selbst, meinen Geist durchdringen und werde zu dem, was ich bin. Sämtliche eigenen Lügen, die ich über mich getragen habe, fallen weg. So meine Disziplin. Ich gebe mir das Recht, die Klarheit, die Wahrheit durch meinen grobstofflichen Körper erfahren zu dürfen. 3, 2, 1, 0. Dieses sind ganz wichtige Botschaften, die wir zu gewisser Zeit bekommen dürfen. Dieses ist Lichtarbeit und du wirst heute spüren, dass dich deine Wahrheit widerfährt. Lass dich andocken von der höchsten Disziplin. Und hier versuche ich noch einmal zu erklären, was damit gemeint ist. Du wirst vielleicht jetzt merken, dass in deinem Schulterbereich gearbeitet wird. Du wirst vielleicht mehr gestärkt. Du nimmst die Schulter zurück. Du stehst gerader,
gerader, du nimmst dich mehr in deiner inneren Wahrheit wahr. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Nun verbinde ich dich noch mehr mit der höheren Energie. Ich öffne den Kanal und lasse Licht durch dich scheinen. Das ist die einzige Suggestion, die wir jetzt brauchen. Und nun schau, was jetzt passiert. Du wirst vielleicht gleich merken, dass sich wie eine Welt dir öffnen kann. Es kann ganz wenig sein, es kann aber auch ganz viel ins Fließen kommen. Und alles, was du jetzt wahrnehmen darfst, ist eine Erweiterung deiner Bewusstseinsebene. Lass es arbeiten, lass es für dich arbeiten. Du hast so vieles, wo dir die Freude widerfahren darf. Ich versuche jeden Tag die Balance dir weiterzugeben. Und eine kleine Lektion habe ich heute. Manchmal schreibt man mir und ich versuche, die Mails zu beantworten, die für mich entscheidend sind, beantwortet zu werden. Manche beantworte ich auch nicht, weil ich weiß, dass das Gegenüber die Antwort während des Schreibens schon bekommt. Gestern aber wurde mir geschrieben, ich hätte die Aufgabe, die Menschen vor einer Impfung zu schützen. Und hier sage ich ganz klar, nein, diese Aufgabe habe ich nicht. Meine Aufgabe sehe ich, dich so weit zu stärken, dass du in deiner Balance bist, dass du deinem Innengefühl vertraust, dass du nicht deinen Kopf einziehst, dass du nicht glaubst, dass du wertlos bist, sondern du bist wertvoll. Und ich glaube, meine Aufgabe ist, dass du immer weißt, dass du ein geistiges Team hast, dass du immer weißt, dass du geführt bist. Und noch mehr möchte ich hier dir weitergeben. Es wartet auf uns eine ganz große Welt. Ob du nun geimpft oder nicht geimpft bist, ist dieser Welt so ziemlich egal. Und dein geistiges Team ist dafür da, dass du deinen Lebensprozess mit Bravour erlebst. Und genau dieses sehe ich als meine Aufgabe, dich zu animieren. Ob du geimpft oder nicht geimpft bist, ist mir ganz ehrlich schnurzegal. So viel zu diesem Mail, das ich gerne hier öffentlich beantworten möchte. Heute ist ein Tag, wo Widersprüchliches hervorkommt. Es kann sein, dass du eben diesen Kopf am liebsten in den Sand steckst und sie sagen, darfst du. Aber nimm den Kopf wieder raus, wenn es der Zeit ist. Heute ist der Tag, wo du die Nase voll hast von diesen ganzen Prozessen. Aber wichtig ist, wir wandern auf eine ganz große Türe zu. Und hier geht es darum, dass wir in eine neue Welt ankommen dürfen. Und wäre es nicht schön, wir würden diesen Prozess des Ankommens mit Leichtigkeit gehen? Denn dieses sagt die geistige Welt. Höre auf zu jammern und sei dir klar, deine Welt ist in Vorbereitung. Es ist besser, als du ahnst. In Liebe die geistige Welt. Und das kannst du jeden Tag üben. Öffne dich in deinem reinen Selbst, in deiner eigenen Wahrheit. Sei Licht für deine Welt und Licht geschieht dir. Dieses für heute. Danke dir und einen wunderbaren Abend, denn dann kommen wieder die Sonnenstürme und diese werden wieder wirbeln. Aber so soll es sein. Danke dir fürs Zuhören.